Und jetzt? Was mache ich jetzt? Ich fahre mich hier weg, Alter. Ich fahre mich hier einfach weg. Oh mein Gott, nein! Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Challenge Time. Nice. Wir spielen heute eine Challenge von Funny Boy. Und Funny Boy hat eine Challenge geschrieben, die ungefähr 50 Millionen andere Leute auch geschrieben haben. Also keine Ahnung, wer als erstes diese Challenge geschrieben hat. Leute, ich habe jetzt einfach die Challenge genommen, weil ich die als erstes gesehen habe. Ja, und zwar ist es heute die Wolkenblock-Challenge. Ich darf nur mit Wolkenblöcken bauen und ich darf keine Waffen benutzen, steht noch in der Challenge. Und ich darf nur Spitzhacke und Knüppel benutzen und ja, das ist meine Challenge für heute. Ich bin mal gespannt, wie es ist. Ganz, ganz viele Leute haben diese Challenge geschrieben. Ah, okay, er hat noch dazu geschrieben, es ist nämlich die Engels-Challenge und ich darf, oder beziehungsweise ich muss, wenn ich jemand getötet habe, in den Chat schreiben, nun ruht er bei Gott. Ja, das ist meine Challenge heute. Ich bin echt gespannt, wie diese Challenge wird, ob diese Challenge klappt. Und ich habe eindeutig zu wenig Blöcke dabei, um hier schon zu meinem Nachbarn zu kommen. Aber ist wurscht, Leute. An sich sind die Wolkenblöcke eigentlich relativ cool, ne? Aber ich glaube, es ist ein bisschen schwierig dann, keine Ahnung, man muss sich halt dann immer mit Warpowder heimporten oder irgendwas anderes benutzen, weil du hast halt einfach nicht genug Blöcke dabei. Okay, Team Gelb ist geleftet. Okay, scheiße. Soll ich in die Mitte gehen, Leute? Ich könnte versuchen, in die Mitte zu bauen, ne? Das heißt aber, ich muss mich in die Mitte bauen mit den Blöcken und ich darf dann nicht sterben. Leute, ich baue mich einfach in die Mitte rein. Aber man, das ist aber eigentlich auch relativ doof, ne? Ach komm, Leute, ich baue mich nicht in die Mitte rein. Ich gehe hier rüber. 64 Blöcke müssen auf jeden Fall reichen. Ich hoffe, das reicht. Wenn nicht, dann muss ich einfach wieder komplett von vorne bauen. Ah, ist echt scheiße, dass keiner bei mir war, ey. Vor allem, dass mein Nachbar weg ist, ist schon leicht nervig. Und es ist schon leichter Druck hier auf meinen Schultern, dass... Oh Gott, es ist wirklich ein bisschen crazy, Alter, dass sich die Blöcke alle hinter einem abbauen. Es ist schon echt... Oh mein Gott, Leute, ich habe so Schiss. Ich habe wirklich Schiss. Es kommt mir so vor, als ob die es sich immer schneller abbauen. Und ich hoffe, meine Blöcke reichen. Komm schon. 3, 2, 1, spring. Ja, nice. Fix es, GG. Und... Okay, nice. Sehr schön. Team Blau haben wir. Dann holen wir uns ganz schnell hier nochmal ein paar Wolkenblöcke. Wir brauchen ja noch ein paar mehr. Und dann gehen wir hier rüber zum nächsten Gegner. Und vor allem, bei meiner Insel ist jetzt gar kein Weg, ey. Ich weiß nicht, ob ich es gut oder ob ich es schlecht finden soll. Keine Ahnung, ich kann mich nicht entscheiden. Leute, benutzt ihr aktiv die Wolkenblöcke? Wenn ja, dann schreibt mal in die Kommentare, wie und wann. Würde mich echt mal interessieren, weil ich benutze die jetzt hier in der Challenge zum allerersten Mal, weil ich sie davor nie gebraucht habe. Und was? Kleiner Spacki? Jo, wahrscheinlich, Alter. Ach komm. Scheiße. Richtig scheiße. Und wisst ihr wieso? Weil ich jetzt wieder komplett den Weg bauen darf, den ich gerade gebaut habe. Oh Mann, das ist echt kacke, Leute. Das ist wirklich kacke. Diese Challenge ist ein bisschen nervig. Aber egal. Leute, wir gehen jetzt in die Mitte rein. Ich baue mir jetzt einfach in die Mitte rein. Ich habe ja ewig viel Zeit. Dann hole ich mir ein Warp Powder. Dann tue ich mir noch ein paar Blöcke hier holen. Und dann ist doch alles entspannt, Leute. Vor allem, ich habe jetzt noch keinen getötet. Also ich habe die Challenge noch nicht gefailed. Ich musste noch nicht in Ruhe in Frieden schreiben. Okay. Ich weiß nicht, ob ein Stack reicht. Ich hoffe einfach. Ich hoffe einfach und ich hoffe, dass ich nicht beim Fastbridgen verkacke, Alter. Komm schon, Fix. Ich glaube nicht. Du schaffst es. Oh, es ist wirklich sehr verwirrend, ey. Es ist wirklich crazy. Vor allem weiter hinten. Schau da hinten. Alter, da sind schon die Blöcke weg. Oh mein Gott. Jetzt habe ich zu viel Zeit verschwendet. Schau dich das an, Alter. Wie die Blöcke einfach verschwinden. Das ist wirklich... Ich weiß nicht. Es ist voll so Mindfuck irgendwie. Ich weiß ganz genau, dass sie 8 Sekunden ungefähr oder 7 Sekunden ungefähr halten. Aber trotzdem ist es leicht crazy, muss ich sagen. Okay, komm. Wir sind in der Middle of Life und... Nice. Okay, sehr schön. Wir sind in der Mitte drin. Und wir... Oh mein Gott, wie viel Gold habe ich denn, Alter? 21, 27, 28 Gold. Yo, wahrscheinlich. Ich kaufe mir auf jeden Fall Enderperlen, weil nur mit den Wolkenblöcken bauen ist doch mega scheiße, ey. Ich weiß nicht. Okay, soll ich nochmal kurz warten auf den Spawn? Nee, komm, scheiß drauf, wir gehen nach Hause. Ich kümmere. Es leben ja nur noch 3 Spieler. Okay, ist gut für mich, Leute. Ist gut für mich. Ich darf leider keine Waffen benutzen, stand auf jeden Fall so in der Challenge. Und deswegen darf ich auch keinen Bogen benutzen und ich darf auch kein Schwert benutzen. Das ist zwar ein bisschen blöd, weil ich jetzt mega OP wäre mit meinem Gold, aber Leute, ist wurscht. Wir holen uns einmal das und dann holen wir uns die beste Rüstung. Perfekt. So, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Wir brauchen noch ein paar mehr Wolkenblöcke.
Ich weiß nicht, für was diese Blöcke gut sind. Oder, keine Ahnung, vielleicht zu kurz, um zum Nachbarn zu bauen oder so, sind die schon cool, aber ich glaube, die bringen halt nicht wirklich viel, ne? So, wir schauen jetzt mal ganz kurz. Ich habe hier 13, 2 Enderperlen. Okay, das ist schon mal sehr, sehr schön. Ich glaube, ich nehme mal noch so eine Spitzhacke mit. Dann kann ich wenigstens mit der Spitzhacke die Gegner töten. Jetzt ist nur die Sache, wie komme ich jetzt am besten zu unseren Nachbarn? Oh, das ist Team Schwarz. Leute, soll ich eine Enderperle schmeißen, oder? Oder soll ich mich rüberbauen? Ich schmeiß eine Enderperle, Leute. What the fuck? Achso, Alter. Ich habe gedacht, meine Enderperle hat sich aufgelöst, ey. Okay, so, noch ein paar Wolkenblöcke. Sehr schön, perfekt. Okay, könnte ich noch ein bisschen was gebrauchen. Ich glaube, ich nehme auch mal so ein Warp-Powder mit, damit ich hier vielleicht mich zurückwarpen kann, falls ich mich irgendwo hinbaue, wo ich nicht mehr zurückkomme. Aber wir sind schon gleich beim Team Schwarz. Da müssen wir noch Team Türkis töten. Es läuft, Alter, Leute, es läuft wirklich. Ich habe zwar noch keinen getötet, habe jetzt bis jetzt ein Bett geholt, aber an sich läuft's. Komm, wir machen dasselbe wie gerade. Und ich verkack's wieder hier beim No-Shiften. Und oh mein Gott! Ich bin fast schon wieder an derselben Stelle runtergefallen. Sieht er mich? Hat er mich bemerkt? Oh doch, er hat mich bemerkt. Hallo! Na? Wie geht's dir, kleiner GLP? Alles fresh in the hood? Oh, der hat sich in seinem Bett ein bisschen eingebaut. Aber nicht so gut. Oh shit, meine Blöcke verschwinden. Alter, ich wäre fast stehen geblieben. Warte mal, ich könnte aber hier zwischen den zwei stehen bleiben. Nämlich kann ich da hier einen Block setzen, dann gehe ich hier rüber. Und dann tue ich einfach so, als ob ich hier runterspringe. Und dann hole ich mir hier sein Bett. Oh mein Gott, flick! Okay, ich habe sein Bett. Fixes GG. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Ich baue mich hier weg, Alter. Ich baue mich hier einfach weg. Oh mein Gott, nein! Nein! Was? Nein! Ich hab ihn! Oh mein Gott! Nur eine Ruhe! Nur eine Ruhe bei Gott, Alter! GG! Nice! Okay, mega gut, ey! Alter Schwede, was war das denn für ein Fight, ey? Einfach schön mal Enderperle verwasten, aber ist nicht so schlimm. Okay, perfekt. Oh mein Gott, okay, er ist noch nicht bei mir. Wo ist jetzt Team Türkis? Da vorne kommt er auf jeden Fall. Ey, crazy. Stell mal vor, ich hätte ihn getötet mit den Wolkenblöcken, wenn die einfach unter ihm verschwunden wären. Das wäre auch mega geil gewesen. Aber wäre auch wahrscheinlich ziemlich schwierig geworden. So, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Komm, 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 komm. Okay, der kommt dann oben. Oh, ich habe halt ein fettes Problem. Ich muss mich halt immer weiterbauen, ne? Ich muss mich immer weiterbauen, weil meine Blöcke einfach verschwinden. Okay, bitte. Was? Oh, Alter, dieser Server, ne? Nein! Hä, was war das denn jetzt? Okay, egal, ich bleib einfach hier. Komm, spring. Spring, wenn du dich traust, Alter. Spring doch. Spring doch einfach. Soll ich hier rübergehen? Ich weiß nicht. Er müsste sich ziemlich weit zu mir bauen, aber oh Mann, ich will jetzt nicht gegen ihn sterben. Das wäre richtig scheiße. Komm, spring, Junge. Spring. Ja, er springt wirklich. Er hat Cobwebs dabei. Oh mein Gott. Okay. Nice. Vollidiot. Das ist gar nicht mein Bett. Nice. Okay, ciao. So, ich hole mir jetzt ein Bett, Leute. Ich hole mir jetzt ein Bett, oder? Oh fuck, er läuft halt weiter zu mir. Aber ist mir wurscht. Warte, wie weit ist sein Bett weg? Ich weiß nicht, wo sein Bett ist. Ist da vorne Türkis? Oh mein Gott, sein Bett ist richtig am Arsch der Welt. Oder? Oh, sein Bett ist wirklich richtig hart am Arsch der Welt, glaube ich. Da vorne ist sein Bett erst. Shit. Nein, hoffentlich. Ah, ist egal, wir traden einfach Bett. Leute, das geht dann schon. Ist wurscht. Ich hole mir noch ein paar Blöcke hier zur Sicherheit. Safety first, Leute. Oh mein Gott, nein, er läuft einfach zu. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen soll. Ich könnte mich noch heimwarpen, aber ich glaube, das macht wenig Sinn. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal zu seinem Bett und dann gehe ich in die Mitte rein. Und dann hole ich mir wieder. Fuck, ich kann ja keine Waffe nehmen. Eine Enderperle vielleicht? Aber Enderperle bringt jetzt auch nicht so viel. Ja, Leute, keine Ahnung. Ist wurscht. Ich hole mir einfach sein Bett. Nein, mein Bett ist weg. Komm schon, bitte warp dich. Ich höre fast nichts. Mein Sound ist mega leise. Er warpt sich wirklich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Was? Mann. Das kann ja nicht wahr sein, ey. Fixes GG.
Ah, wieso konnte ich ihn nicht hitten, Alter? Leute, ich würde sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und bevor ihr jetzt in die Kommentare schreibt, so, Fix, Alter, du verlierst immer in deinen Videos, bla bla bla. Leute, lasst es sein. Ich finde es so cooler. Ich schneide auf jeden Fall auch Loses von mir rein. Ich spiele auch Challenges, wo ich mal verliere, weil ich finde, so bleibt es auf jeden Fall spannend. Weil wenn ich jede Challenge gewinnen würde, perfekt machen würde, dann wäre es ja auch irgendwann langweilig, Leute. Deswegen, ich schneide auch Runden rein, die ich verliere. Ich könnte jetzt zwar neu aufnehmen und dann gewinnen oder so, aber Leute, so bleibt es auf jeden Fall spannend für euch zum Gucken. Lasst einen Daumen oben da, wenn es euch gefallen hat. Schaut auf jeden Fall das Video von heute früh an. Es ist hier an der Seite verlinkt. Schaut auf jeden Fall vorbei, falls ihr noch nicht getan habt. Schaut da jetzt, genau jetzt, schaut da auf vor Video vorbei. Und abonniert meinen Kanal und ich sage einfach nur danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. I am the one. Alter. Tschüss.